es Themen, die du gerade angesprochen hast, aktuelle Themen über Artikel 13. Da hast du auch geschrieben. Ja, stimmt. Ja. Du hast auf meiner Webseite gesurft, genau. Ich habe eine kleine Fabel verfasst über eine theoretische Firma namens Meine Paste, die Tuben entwickelt, aus denen man was quetschen kann, Pasten quetschen kann und sich dann dabei filmen lässt. Leute lassen sich dabei filmen und diese Tubenquetschfilme verkauft Meine Paste an Abonnenten. Und irgendwann gründet sich nebenan eine neue Firma, die heißt Deine Tube. Die baut aber keine eigenen Waren oder stellt keine Tuben her, sondern die nimmt sich einfach von den Abonnenten die Tubenquetschfilme, die schon da sind, und vielleicht die auf den Laster und fährt sie um die Ecke und verschenkt sie dort werbefinanziert an alle. Und als irgendwie dann Meine Paste die Filme beschwert mit schweren Bleikugeln und in so Kaffeefilter reintut, da beschwert sich dann Deine Tube über Upload-Filter, die das Aufladen dieser Filme auf Laster verhindern und so das freie Tubenquetschfilme gucken beenden. So, das ist so die kleine Anekdote, die ich dazu habe. Sehr schön. Und dein Motto lautet, wenn man über was lachen kann, dann ist es nicht so schlimm. Also sagen wir mal so der BER, oder darüber spricht man kaum noch. Richtig, wir haben uns quasi dem BER quasi weggelacht und wir haben uns jetzt daran gewöhnt, dass wir auch zu Fuß ganz gut um die Welt kommen und dass wir nicht mehr weit wegfahren müssen. Und sagen wir mal so, BER, das ist auch ein zukunftsweisendes Projekt, weil ein Flughafen, der keine Flugzeuge mehr bedient, ist letztlich das Umweltfreundlichste, was uns passieren kann. Das hast du wohl gesagt. Wie froh bist du, dass diese schöne, bunte Welt dir so viele Stoffthemen bietet? Es ist auch Leben im Plus. Ich finde es einerseits ganz traurig, dass es so viele Anknüpfpunkte gibt. Und andererseits, ja, davon lebe ich und es ist lustig. Und dann möchte ich mal sagen, dann machen wir eine kleine militärische Friedensoffensive in Amerika. Wir gehen dahin und wir rücken die Dinge zurecht. Dann möchte man sagen, ja, das ist doch inspirierend. Man möchte rufen, Uschi, mach schon mal die Luftwaffe klar. Ach so, die Luftwaffe, ja, nee. Das könnte problematisch werden. Ich glaube, die Luftwaffe ist ja sowas wie die militärische Entsprechung des Berliner Flughafens. Da fliegt nichts. Na gut, es kann auch Vorteile haben, wenn so ein Land so eine gewisse bodenständige Luftwaffe hat, aber das ist ja eigentlich ein schöner pazifistischer Ansatz. Gut, dann nehmen wir eben nicht die Luftwaffe, nehmen wir die Flotte. Die gesamte Flotte schicken wir hin, die MS Deutschland und die MS Europa, und die parken wir auf jeder Seite von Amerika. Ja, eins im Pazifik, eins im Atlantik, und dann wird das Land zwangsbeschallt mit Helene Fischer und Xavier Naidoo. Gehst du jetzt dann auf Tour? Ich gehe jetzt auf Tour, genau. Meine erste volle Vorpremiere in Frankfurt ist schon ausverkauft. Und dann kommen natürlich die beiden großen Vorstellungen in Berlin. Und dann geht es erst nach Hannover und dann in die ganze Welt, wie es halt immer so ist. Ja, da wirst du wieder umweltfreundlicher leben, aber was tut man nicht für den Job? Ich fahre Zug. Ich fahre Zug. Um die ganze Welt. Django hat eine Monatskarte, also eine Bahncard 100. Und ich fahre nicht um die ganze Welt, aber Österreich, Schweiz und Deutschland, also was im Prinzip der Kern der Welt ist bei uns. Da hast du vollkommen recht. Ja, dann wünsche ich dir alles Gute und wir freuen uns auf dein Programm in den Wühlmäusen am 4. April, nicht wahr? Danke, Rakel. Ja. Vielen Dank. Alles Gute an TV Berlin, Sea und alle Berliner, und ich freue mich auf euch. Und auch hier im Kaffeeladen, ne? Und hier im Kaffeeladen, bei dem guten Cappuccino. Yes. Kinder kochen mit prominenten Gästen zur Eröffnung der größten Kinderkochschule im FEZ Berlin. Wir sind in der Kochschule! Vom 27. März bis zum 5. April schwingen zum 9. Mal 30 Profiköche aus England, USA, Peru, Thailand, Ghana, Syrien, Eritrea, Mexiko und Deutschland zusammen mit 1800 Grundschülern den Kochlöffel. Neben 17 Küchen verfügt die Kinderkochschule im FEZ über einen Supermarkt und eine Showküche. Elke Bühnenbender und die Sterneköchin Sonja Frühsammer eröffneten gemeinsam die Showküche. Ich hole Muskatnuss. Aber bevor es mit dem Kochen so richtig losging, mussten ja erst die Zutaten besorgt werden. Auch dafür hat das FEZ gesorgt, mit einem Supermarkt mit den unterschiedlichsten Lebensmitteln. Wie es zu
der Idee kam, Kindern gesundes Essen schmackhaft machen, erzählt mir Thomas Lilliberg-Marcuse. Naja, wir suchen immer nach Formaten, in denen wir mit Kindern über nachhaltige Entwicklung, über Kultur, aber eben auch über das gesunde Essen sprechen können, aber nicht nur sprechen, sondern auch gemeinsam mit ihnen kochen können. Und die Kinderkochschule ist eine Idee unseres Teams und unseres Sponsors, der AOK, gewesen. Wir haben zusammen ein Format entwickelt, in dem viele Kinder mit vielen verschiedenen Köchen viele Speisen kreieren können. Und was wir wollen, ist, dass die Kinder nicht nur leckeres Essen kochen können, sondern auch gesundes Essen und dass sie Freude haben an Kochen, am Essen, am Auswählen der Speisen. Das ist das, was wir machen wollen. Ja. Was ja auch sehr wichtig ist, auch für das weitere Leben, dass sich so viele Köche auch, dass sie die bekommen haben, sind Sie auch überrascht, oder? Ja, wir sind überrascht, dass das so lange so gut funktioniert. Wir machen das ja schon seit einigen Jahren. Und die Köche engagieren sich sehr für die Kinderkochschule. Dafür sind wir natürlich dankbar. Und für die Köche ist es natürlich auch eine tolle Möglichkeit, ihr Wissen weiterzugeben an die Kinder und mit den Kindern natürlich auch einen sehr schönen Tag zu erleben. Beim gemeinsamen Planen, Einkaufen, Schnippeln, Garen und Kochen mit den Profis entdecken die Zweit- bis Sechsklässler, wie viel Spaß die Zubereitung von gesundem und leckerem Essen machen kann. Ganz nebenbei lernen sie spielerisch, was für Lebensmittel es gibt, wo Tomaten, Schinken und Co. herkommen, was in ein gesundes Gericht gehört, was bei Einkauf und Zubereitung zu beachten ist und nicht zuletzt, welche Details einen perfekten gedeckten Tisch ausmachen. Was bereitest du denn zu? Ich habe den Namen vergessen. Das ist Petersilie, glaube ich. Ich rieche es. Ja. Wie riecht es denn? Gut. Du magst es, ne? Was werdet ihr denn kochen? Wir werden frische Kartoffeln mit Würstchen, Kartoffelpuffer und Kräuterquark. Ja, also das kommt in die Suppe. Das kommt in die Suppe? Ja. Aha. Okay. Was schneidest du? Ich schneide auch Petersilie. Ja. Frau Bühlmänner, die Kinderkochschule, wie finden Sie das? Ja, ich finde das ganz großartig. Also ich finde, Essen ist eine Kulturtechnik auch. Also es ist mehr natürlich als Nahrungsaufnahme, es ist eine Binsenweisheit. Und schön ist es, wenn Kinder lernen, dass Kochen einfach Freude macht, weil es kreativ ist, weil man etwas für einen anderen tut. Es ist ja auch im besten Falle Liebe für andere Menschen. Kinder sollen auch lernen, dass gesundes Essen köstlich ist. Ich meine, jeder isst auch mal gern Schokoriegel, klar. Also wer wird das nicht tun? Ist auch gesund. Ja. Ist ja auch ein schönes Produkt. Ja, aber ich finde das sehr schön, weil Kinder spielerisch lernen, dass Essen Spaß macht und Kochen Spaß macht. Und das macht mir dann auch sehr viel Freude. Sind Sie auch persönlich leidenschaftliche Köchin? Also ich koche gerne, wenn ich Zeit dazu habe. Super. Ihr würdet dann bitte, guck mal, hier sind so Stipsen drin. Nimmst du dir ein Messer bitte und machst das raus. Dieses Messer ist da hinten, wo das mit. Da, guck mal, da. Genau. Grünbänner ist schwer beschäftigt. Alles für die Küche. Genau. Wir waren bei der Frage, ob Sie leidenschaftlich kochen. Ja, also ich koche schon sehr gerne. Ich habe auch, als unsere Tochter dann in die weiterführende Schule gegangen ist, viel gekocht. Mir macht's alle, das hat mir auch Spaß gemacht, besonders wenn sie dann Freundinnen mitgebracht hat. Das war schon toll. Es war einfach sehr lebhaft und es macht Spaß. Und unsere Tochter kocht auch ganz gerne. Jetzt auch, wo sie in der Studentenwohngemeinschaft wohnt, kochen sie auch und decken schön den Tisch. Das ist schön. Und ich glaube, Kinder lernen das Essen einfach, was mit Menschen zu tun hat, mit Freude, mit Spaß, mit Zusammenhocken, mit sich unterhalten. Da kann man auch beim Essen, kann man auch mal Probleme diskutieren. Das finde ich alles sehr schön, neben der Nahrungsaufnahme. Genau. Was werden Sie denn zubereiten? Also wir machen hier einmal Kartoffelpüree, dann machen wir Chips aus den Kartoffelschalen und dann gibt es dazu noch Gemüse aus Champignons und aus Möhren zusammen mit Petersilie und mit Kresse. Und auf Nachhaltigkeit wird auch besonders geachtet. Ja, also mir ist es ganz wichtig, dass man Produkte aus der Region nutzt. Also Brandenburg ist ja eigentlich ein wirklich sehr gutes Anbauland. Oh toll, guck mal. Alle fertig? Nee, ist doch egal, machst du auch. Wir kochen ja für alle. Dann machst du das hier schön hin. Mach das mal hier oben drauf, da können wir es gleich da runterräumen. Wollen wir das so machen? Gut, ja. Genau. Also ich finde es sehr gut,
ist auch sehr gut. Ja, ich finde es sehr gut, wenn man versucht, Produkte einzukaufen, die jetzt verfügbar sind. Diese ganzen Wurzelgemüse, die es gibt, Kartoffeln, finde ich persönlich sehr köstlich. Dann finde ich es auch wichtig, dass man aus der Region kauft, damit die nicht so lange Wege haben. Das heißt, die Produkte können länger auf dem Baum oder auf dem Strauch bleiben und man spart auch CO2, das ist nun mal einfach so. Ja, und das zu lernen, was die Natur bereitstellt, ist natürlich auch gut. Und das trotzdem schmeckt. Natürlich ist es im Sommer etwas vielfältiger. Aber man kann den Kindern auch beibringen, dass man mit Gewürzen und so viel machen. Echt? Hast du schon alles durch hier? Ja, super. Vielen, vielen Dank. Ich lasse Sie jetzt mal weiter. Sie brauchen Ihre Hilfe. Und vielen, vielen Dank und guten Appetit dann später. Ja, vielen Dank. Ihnen auch noch viel Spaß. Ja, das macht Freude, oder? Ja, sehr schön. Danke. Danke Ihnen. Die diesjährige Kinderkochschule steht unter dem Motto gesunde Ernährung, saisonal, regional, gesund und frisch. Sie sind die Schirmherrin der Kinderkochschule und was ist denn wichtig für die Kinder? Ich finde, es ist wichtig für die Kinder zu sehen, dass Kochen einfach ist und Spaß macht und dass es einfach auch toll ist, für andere zu kochen, so sich selber und seine Gäste glücklich zu machen und dass es kein Hexenwerk ist und dass man einfach langsam auch dahin kommt, dass man einfach auch ein bisschen abschmecken kann und so ein bisschen Salz, weil das ist ja am Anfang ganz schwierig. Also, weil wir haben selber zwei Kinder, die sind schon groß, aber das war halt immer schon sehr lustig. Und ganz lustig war auch, dass die Kinder selber einkaufen konnten für ihre Zutaten. Ja, das ist super. Also das ist hier wirklich toll gemacht. Also. Und wie finden Sie das denn, dass es so viele andere Kollegen begeistern konnte für so ein Event? Also ich finde es super. Ja, ich bin überwältigt von der Fülle an Köchen und Kindern und ja, das Fest ist großartig. Das wird ganz, ganz toll und ich bin gespannt, wie es schmeckt. Ganz sicherlich. Und Frau Bühnenbender ist auch ganz eifrig dabei. Ja, das ist toll, dass ich Sie als Helfer habe und eine nette Person und ja, ganz schön. Ein gutes Gelingen. Danke, tschüss. Wieder einmal zeigt die FEZ Kinderkochschule, dass das gemeinsame Essverhalten eine gute Grundlage ist für ein zukünftiges gutes Miteinander. Ja, das ist richtig. Hier wird Kindern gesundes Essen schmackhaft gemacht. Ich bin jetzt schon wieder am Ende der Livestream-Sendung angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns nächste Woche wieder.